So Jungs, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Ja, Freunde, es geht weiter hier mit der Karriere. Jetzt schon die zweite Folge innerhalb kurzer Zeit. Ihr habt die erste Folge auf jeden Fall richtig gefeiert und ihr habt vor allem auch richtig gut mitgemacht. Also ich habe so viele Vorschläge bekommen, ob das jetzt über Insta, WhatsApp oder in YouTube war. Das hat mich auf jeden Fall riesig gefreut und auch die Likes und das hat alles gestimmt. Da war ich auf jeden Fall richtig positiv überrascht. Und jetzt würde ich einfach sagen, in diesem Video beginnen wir einfach mal mit der Transferperiode, mit den Einkäufen und Verkäufen. Ich werde das hier, denke ich, immer mal ein bisschen schneller machen oder rauscutten und euch nur das Wichtigste zeigen. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt mal durch eure Vorschläge und die Abstimmung einfach mal ein paar interessante, ein paar von denen muss ich noch rausstreichen, aber wir haben auf jeden Fall den Passlager, an dem wir uns interessieren. Kevin Wimmer, da waren richtig viele von euch dafür, den werden wir auf jeden Fall auch mal kontaktieren. Den Diego Reyes, an dem Stuttgart sowieso schon dran war oder beziehungsweise noch ist. Der ist auf jeden Fall auch eine Option als Innenverteidiger. Ziad Golasinac können wir auf jeden Fall auch versuchen. Da waren auch relativ, also richtig viele von euch da, für dass wir uns den holen. Pulisic auch. Merino bin ich mir noch unsicher. Emre Mor auf jeden Fall auch. Versuchen wir auszuleihen. Und dann vielleicht später mit einer Kaufoption oder so. Serge Gnabry werden wir auch mal kontaktieren, aber ich glaube nicht, dass der klappt. Und Mario Gomez. Ja, ich glaube, den Typ, den müssen wir uns einfach holen. Da waren richtig viele von euch dazu. Der gehört auch irgendwie zum VfB. Mit 30 im perfekten Fußballalter, würde ich sagen. Der wird nicht mehr wachsen, aber also sein Rating wird nicht mehr wirklich in die Höhe gehen. Aber so als 82er Grund da vorne drehen, ist er auf jeden Fall stark. Adonis, also den Donis, werde ich auf jeden Fall auch kontaktieren und ich hoffe mal, dass ich den kaufen kann, weil wie gesagt, das war den habe ich vergessen ganz am Anfang. Aber jetzt reden wir nicht lang rum, sondern fangen einfach gleich mal an, die Spieler zu kontaktieren. Und ja, ich denke, ich schneide es dann einfach wieder rein, wenn wir was gefunden haben oder wenn wir alle kontaktiert haben. So, ich habe jetzt einfach mal ein paar Spieler angefragt. Es ist natürlich klar, dass wir nicht jeden Spieler bekommen können, vor allem wenn die Spieler einfach verliehen sind oder gerade erst gewechselt sind. Ich kenne mich jetzt mit Karriere nicht ganz so aus, ob es irgendwelche Tricks gibt, dass sie trotzdem kommen. Wie gesagt, wir haben jetzt unser erstes Spiel hier. Das ist gerade unsere Mannschaft. Und ich würde sagen, wir spielen dieses Spiel jetzt einfach mal. Und dann zeige ich euch einfach mal das Ergebnis. So Jungs, wir gewinnen dieses Spiel hier auf jeden Fall mit 2:0. Vielleicht gucken wir uns nochmal kurz die Tore an. Asano war hier durch, Ball auf den Torwart und Gentner im Nachschuss dann. Es war das 1:0 und das 2:0 von Simon Terodde, 86. Minute. Flanke von Insua war es, glaube ich, angenommen und dann ins rechte Eck. Und so gewinnen wir hier das erste Spiel mit 2:0. So, wir haben auch hier gleich schon die ersten Anfragen beantwortet bekommen. Der Diego Reyes ist leider gerade nicht zu haben. Der Adonis ist leider jetzt diese Sommerpause auch nicht zu haben, weil die einfach verliehen sind. Ja, und der Mario Gomez, der ist halt leider erst seit kurzem beim VfL. Ist natürlich jetzt dumm, aber wir werden versuchen auf jeden Fall im Winter diese Spieler dann zu verpflichten. Aber wir simulieren jetzt einfach mal weiter. Von 2,9. Ja, das ist auf jeden Fall nice. 2,9, da machen wir einfach mal 2,5 und dann kriegen wir den wahrscheinlich, den Felix Passlack. Jo, wir haben jetzt hier das nächste Spiel. Würde ich sagen, simulieren wir einfach, weil ich das jetzt nicht spiele. Das erste haben wir schon gewonnen. Das zweite simulieren wir jetzt einfach mal und mal sehen, wie das dann ausgeht. So, die gehen 1:0 in Führung und am Ende endet das 2:1 für die Gegner.
Ja, schade. Aber was soll man machen? Ja, wir müssen dieses Spiel jetzt auf jeden Fall gewinnen. Das ist das zweite Testspiel. Und auch das simulieren wir wieder. Aber ich glaube daran, dass meine Jungs das hier packen. Jawohl, 1-0. Gaulos Mané. Wir gehen auf jeden Fall in Führung. 2-0 wieder Gaulos Mané. Der scheint richtig gut drauf zu sein. Und das Spiel endet auch 2-0. Und somit gewinnen wir hier das dritte Spiel dieses Cup. Und ja, das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. So, wir haben hier Angebot für Sead Kolasinac begutachtet und akzeptiert. 17 Millionen für Sead Kolasinac. Angebot akzeptiert. Kevin Wimmer für 15 Millionen. Kann natürlich sein, Jungs, dass das jetzt hier irgendwie ziemlich billig alle oder beziehungsweise ich das hier für zu viel Geld kaufe. Aber ja, das ist einfach meine erste Karriere dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, wie viel die wert sind. Das tut mir auf jeden Fall leid. So, Jungs, im Halbfinale steht hier noch 0-0 nach 90 Minuten. Es geht jetzt los mit dem Elfmeterschießen. Rechts unten ins Eck. Und da ist der Sieg, Einzug ins erste Finale von dieser Karriere. Haben wir auf jeden Fall gut gemacht. So, wie es viele gewollt haben, setzen wir Maxim jetzt einfach mal auf die Transferliste. Ihr dürft auf jeden Fall unter diesem Video abstimmen, ob wir es wirklich tun sollen oder einfach eine Alternative, die wir auf dieser Position holen, weil Maxim schon einiges wert ist und wir auch noch viel Transferbudget haben. Wen wir dann ja für ihn kaufen. So, Jungs, mit dieser Aufstellung geht's jetzt hier ins Finale rein von diesem, keine Ahnung was, Vorbereitungscup, was auch immer. Weltklasse ist natürlich mal wieder die Schwierigkeit und ich werde es kurz zusammenschneiden oder die Highlights zeigen, damit ihr seht, wie es hier in diesem Vorbereitungscup, es geht immer nur um 5 Millionen, gelaufen ist. So, wir sind mal wieder im Elfmeterschießen, jetzt auch im Finale, wie ihr sehen könnt. Mané Doppelpack, es stand 2-2 nach 90 Minuten. Und irgendwie gibt es halt keine Verlängerung. Und Mitch Langerick hält diesen ersten Ball. Wichtiger Start, Simon Terodde gleich zu Beginn. Macht das 1-0, sicher verwandelt. Und den nächsten hat er wieder die Ecke, aber kann ihn leider nicht festhalten. Mané, sicher! Asano schießt vorbei, oh mein Gott! Brekalo verschießt! Und Langerick hält ihn wieder. Julian Green trifft. Der Druck ist ein bisschen zurückgegangen jetzt. Wir müssen einen Ball halten. Und Langerick hat ihn. Wir haben die Chance, dieses Finale hier zu gewinnen. Onguene trifft diesen Ball hier und wir gewinnen das erste Finale hier in dieser Karriere. Meiner Meinung nach natürlich wieder verdient. Stuttgart gewinnt diesen Pokal hier. So, und da bekommt der VfB hier den ersten Pokal. So sieht's aus. So, also Emre Mor können wir höchstens ausleihen. Das lassen wir jetzt erstmal. So, Gnabry können wir auch erst im Winter leider holen. So, Felix Paslak
ist der erste Spieler, den wir hier in dieser Karriere verpflichten. Für 2,5 Millionen, denke ich, das ist ein richtiges Schnäppchen. Nehmen wir auf jeden Fall an und sagen herzlich willkommen, Felix, in unserem Team. Pulisic wird akzeptiert. Dann haben wir den nächsten Neuzugang. Das ist natürlich dann... Doch, den nehmen wir jetzt an. So. Pulisic zwar für 21 Millionen, was ein bisschen überteuert ist, aber das ist jetzt egal. Wir wollten und ihr wolltet auch den Christian Pulisic. Also nehmen wir den jetzt als nächsten Transfer hier in unser Team. Herzlich willkommen. Auch Kevin Wimmer akzeptiert das Angebot. Wir nehmen das an. Angebot in der Ablösesumme waren 15 Millionen. Und mit dieser Bestätigen ist auch Kevin Wimmer jetzt in unserem Team. Herzlich willkommen, Kevin. So, auch Sead Kolasinac hat das Angebot angenommen. Er würde uns 17 Millionen kosten. Und das ist jetzt meine Frage. Wir haben ja gerade noch den Insua da. Was wir mit dem Insua machen? Ob wir den Insua verkaufen? Ob wir Kolasinac vielleicht doch nicht holen? Oder ob wir einfach beide behalten? Weil eigentlich ist es zu schade. Diesen Transfer werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht tätigen. Das könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren abstimmen. Und ansonsten werde ich einfach mal die Mannschaft jetzt zusammenrichten mit allen Neuverpflichtungen. Und euch dann nochmal sagen, was wir jetzt noch weiter abstimmen können und auch für die Zukunft. So Jungs, ich habe jetzt mal so eine A11 hingestellt und zwar vorne mit Ginchik Terodde im Sturm, dahinter dann Mané und der neue Pulisic, Ofori und Gentner da hinten, Wimmer als Innenverteidiger, rechts noch Pavard, links noch Insua im Tor, Lengerek, auf den wir setzen werden. Ich werde euch jetzt auf jeden Fall in den Kommentaren ein paar Fragen stellen bezüglich Lengerek oder Zieler. Zudem werdet ihr noch abstimmen können, ob Maxim bleibt oder ob wir ihn verkaufen sollen. Da könnt ihr einfach den Kommentar dann liken. So, aber was brauchen wir jetzt noch? Wir haben, glaube ich, noch 20 Millionen und ich will auf jeden Fall noch einen Stürmer verpflichten. Noch einen guten Stürmer zu den beiden verpflichten. Zudem noch einen Mittelfeldspieler. Gerade hier, der für Euphorio und vor allem für Gentner dann spielen kann, der jetzt schon relativ gut ist. Und den Verteidiger, da könnt ihr auf jeden Fall abstimmen, ob wir Kolasinac kaufen und dann Insua verkaufen oder einfach mal beide behalten und dann Kolasinac einfach spielen lassen und Insua als Backup sozusagen. Ansonsten passt es eigentlich. Wir haben auch eine Bank, die richtig wachsen kann. Akolo wird auf jeden Fall immer mal wieder spielen. Paslak genauso. Asano wahrscheinlich auch. Da könnt ihr mir mal schreiben, was ihr von dem haltet. Und sonst Julian Green und Brekalo, einen von denen werde ich auf jeden Fall noch verleihen, damit die ein bisschen wachsen. Brunic genauso. Ansonsten der Rest eher auf Verleihen, auf den ich eher nicht so setzen werde. Klein und Werner werde ich natürlich dann verkaufen. Zimmer bin ich mir auch noch unsicher. Ansonsten war es das von diesem Video hier. Das war jetzt sozusagen das Transfer-Update Nummer 1. Das zweite kommt einfach die nächsten Tage, weil ich leider wieder im Urlaub bin, 2 Wochen ab Montag. Und dann werde ich das nur vorproduzieren können. Deshalb müsst ihr auch jetzt über alle wichtigen Dinge abstimmen, damit ich dann bis zur Winterpause, allerlängstens bis zur Winterpause vorproduzieren kann. Ja, dann werdet ihr auf jeden Fall ein paar Gameplay-Videos sehen, wie wir mit diesem Team die Hinrunde bestreiten. Ansonsten war es das von diesem Video. Stimmt auf jeden Fall jetzt in den Kommentaren ab, da werdet ihr alles Sinnvolle finden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video, die nächsten Tage wieder. Macht's gut, haut rein, bis dann.